würden zwei Parteien aus einer Person und einer zweiten Person bestehen, anstelle aus einer Bank und einer Person, könnten sie kein Medium so aufblasen wie das zirkulierende Kreditwesen. Aus dem einfachen Grund, weil der Verleiher nicht verleihen kann, was er nicht hat. So wie Banken es tun. Nur Banken und Kreditunternehmen können Geld verleihen, was sie herstellen, indem sie es verleihen. Professor Irving Fischer, Ökonom in seinem Buch 100% Geld. Die Lehre des Geldwesens wird in seiner Komplexität im Gegensatz zu allen anderen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften dazu benutzt, Wahrheit zu verschleiern oder ihr auszuweichen, anstatt sie zu offenbaren. John Kenneth Galbraith, Ökonom und Autor. Der Kampf, der sich seit Jahrhunderten stellt und früher oder später ausgefochten werden muss, ist das Volk gegenüber den Banken. Lord Acton, englischer Historiker. Vielleicht war Ihre erste Erfahrung, Geld bei einer Bank anzulegen, nicht ganz so herzerwärmend wie das hier. Wahrscheinlich werden Sie noch Jahre später mit Blick auf Ihr Bankkonto das dortige Guthaben als Ihr eigenes ansehen. Aber das stimmt nicht. Wenn wir bei einer Bank einen Safe haben, gehören die Wertsachen darin immer noch uns. Wir mieten nur einen sicheren Ort, um sie zu hinterlegen. Im allgemeinen Sprachgebrauch heißt das Wort hinterlegen, etwas abzulegen. Aber die Verwendung des Wortes Hinterlegung in Bezug auf ein Bankkonto ist irreführend. Eine Bankeinlage ist in Wirklichkeit ein Darlehen. Was die Geldmenge auf unserem Bankkonto wirklich anzeigt, ist, wie viel Geld die Bank uns schuldet. Es ist eine Aufzeichnung des Zahlungsversprechens der Bank an uns, nicht das Geld, das wir hinterlegt haben. Dieser Unterschied ist wichtig. Die Wahrheit ist, wenn wir den Inhalt unseres Sparschweinchens dem Bankangestellten aushändigen, das Geld zum Eigentum der Bank wird, um damit zu tun, was ihr gefällt. Alles Geld in der Bank gehört der Bank, nichts davon gehört uns. Deshalb bezahlt die Bank uns Zinsen. Wir haben der Bank unser Geld geliehen. Dies scheint ein bezeichnender Unterschied zu sein. Wir wissen, dass wir jederzeit zur Bank gehen können, um unser Geld als Bargeld abzuheben. Der Unterschied ist weder bedeutend noch unbedeutend. Der Unterschied ist entscheidend. Was im Bankwesen passiert, wirkt sich auf alle aus, und doch wissen die wenigsten von uns überhaupt, wie es wirklich funktioniert. Die gesamte Weltwirtschaft fährt jetzt auf einem von den Banken bereitgestellten Kreditsystem. Und wenn dieses Kreditsystem zusammenbricht, leiden alle darunter. Um alles noch schlimmer zu machen, schauen die Erklärungen der Experten für diese Zusammenbrüche niemals auf die Hauptursachen, nämlich, dass außer Bargeld und Münzen, was nur 1-5% des Geldes im Umlauf ausmacht, alles heute existierende Geld erschaffen wurde als Kapital eines Bankkredites mit den Forderungen der Banken von Kapital plus Zinsen als sogenannte Rückzahlung.
Dies macht nicht nur die Existenz von Geld völlig abhängig von der Existenz von Bankguthaben, sondern es führt das System als Ganzes zum vorprogrammierten Bankrott, da Gesamtbelastungen, Kapital plus Zinsen, das Gesamtvermögen ab dem Zeitpunkt übersteigen, an dem das erste Darlehensdokument unterzeichnet wird. Während das globale Bankensystem dem weltweiten Kollaps entgegentaumelt, erkennen immer mehr Menschen, dass sie die Realität hinter den Bankgeschäften, so wie sie heute praktiziert wird, nicht länger ignorieren können. Viele haben ihre Häuser und Arbeitsplätze durch die unhaltbaren Praktiken der Geldverleiher verloren. Es ist an der Zeit, dass die Menschen Geld verstehen, und es ist dringend nötig, die Art, wie es funktioniert, grundlegend zu verändern. Was die Worte, die im Bankgeschäft benutzt werden, wirklich bedeuten, ist als erster Schritt zu klären. Nun, da wir wissen, dass eine Einzahlung in Wirklichkeit ein Darlehen an eine Bank ist, stellt sich die nächste Frage: Was ist ein Darlehen, das wir von einer Bank bekommen? Wenn wir für ein Darlehen unterzeichnen, geben wir der Bank ein Versprechen, die Menge des Darlehens zuzüglich Zinsen zu zahlen. Im Gegenzug schreibt die Bank unserem Konto die gleiche Menge des sogenannten Darlehens gut. Während wir davon sprechen, dass die Bank das Darlehensgeld auf unser Konto legt, ist es in Wirklichkeit so, dass die Bank nur ihr Versprechen, das Geld zu zahlen, auf unser Konto legt. Was tatsächlich passierte, ist ein Austausch an Versprechen. Keine Partei hat der anderen etwas geliefert, außer übereinstimmenden Zusagen von Schulden. Also, wer ist der Kreditnehmer und wer ist der Kreditgeber? Die Begriffe Darlehen, Kreditgeber und Kreditnehmer sind alle irreführend. In Wahrheit haben die zwei Parteien das Versprechen zu zahlen ausgetauscht und dabei etwas geschaffen, genannt Bankguthaben oder Scheckheftgeld, das legal als Geld ausgegeben werden kann. Bankguthaben kann ausgegeben werden, weil wir arglos bemerken, dass jedes Mal, wenn wir auf unser Konto einzahlen, sich der Kontostand um den eingezahlten Betrag erhöht. Tatsächlich ist es so, dass unser Konto leer bleibt, wenn wir nichts einzahlen. Deshalb ist es eine natürliche Annahme, dass Guthaben auf einem Konto Geld ist, das jemand eingezahlt hat. Nee, das Konto ist ein Versprechen zu zahlen, nicht das Geld an sich. Tatsächlich zeigt ein Versprechen immer das Fehlen des Versprochenen an. Warum bräuchte es sonst versprochen zu werden? Nun, weil alle Bankkonten nur Versprechen sind zu zahlen. So können die Bank und die Kreditnehmer ganz einfach Versprechen austauschen und blitzschnell erscheint durch Tastendruck eine positive Bilanz auf dem Konto des Kreditnehmers, ohne dass irgendjemand existierendes Geld eingezahlt hat. Jetzt kennen Sie den wahren Grund dessen, was wir ein Bankdarlehen nennen. Geschäftsbanken erschaffen Scheckgeld, immer wenn sie ein Darlehen gewähren. Einfach durch Hinterlegung von Dollars auf ihren Konten im Austausch für das Schuldanerkenntnis des Kreditnehmers. Federal Reserve Bank von New York. Würde es einen Unterschied machen, wenn sich zwei Parteien in einem Keller treffen und mit einer Druckerpresse neues Geld herstellen würden? Intuitiv verstehen wir, dass es Betrug ist, Geld zu fälschen. Durch das Drucken von falschen 100-Dollar-Noten erschaffen auch die Fälscher neues Geld aus dem Nichts. Geld gibt uns die Möglichkeit, reale Güter und Dienstleistungen zu kaufen. Es ist einleuchtend, dass die Fälscher neue Möglichkeiten schaffen, reale Waren und Dienstleistungen zu bekommen, ohne dafür etwas zu geben, außer einem schicken Blatt Papier. Fälscher bekommen etwas umsonst, direkt zu Lasten desjenigen, der mit ihrem Falschgeld erwischt wird. Wenn das Falschgeld nicht entdeckt wird, erfolgt der Diebstahl gegenüber allen, durch das Verdünnen der Geldmenge. Es ist leicht zu verstehen, warum Geldfälschung ein schweres Verbrechen ist. Es ist Betrug an dem grundlegenden gesellschaftlichen Verständnis: Du sollst nicht stehlen. Aber ein Darlehen bei einer Bank aufzunehmen, schafft auch neue Kaufkraft. Jedoch, anstatt als eine Form des Diebstahls betrachtet zu werden, ist es die Grundlage unseres Geldsystems. Banken verleihen, indem sie Kredit vergeben. Sie schaffen die Zahlungsmittel aus dem Nichts. Wie kann es sein, dass eine Form der Geldschöpfung aus dem Nichts zum Verbrechen wird und die andere zur Standardgeschäftspraxis und zur Quelle von fast all unseres Geldes wird? Weil das Folgende passiert ist. Um zu verstehen, wie das geht, müssen wir uns die Geschichte der Handelsgesetze anschauen, aber davor müssen wir die Logik des Darlehensvorganges an sich verstehen.
Der Kreditnehmer möchte eine Ware kaufen, hat aber dazu im Moment nicht die Mittel. Der Kreditnehmer ist jedoch zuversichtlich, im Laufe der Zeit genügend Mittel zu haben, um beides zu bezahlen. Den Originalpreis der Ware und die Zinsen des Darlehens. Also geht er zu einer Bank, um ein Darlehen zu beantragen. Der Kreditnehmer ist in der Lage, ein glaubhaftes Geldversprechen für die Zukunft zu machen. Ansonsten kommt er im Moment aber mit leeren Taschen und deshalb benötigt er ein Darlehen. Wir alle wissen wahrscheinlich, was als nächstes passiert. Die Bank lässt den Kreditnehmer einen Vertrag unterschreiben, in welchem der Kreditnehmer verspricht, den Darlehensbetrag plus Zinsen an die Bank zurückzuzahlen oder bei Zahlungsverzug das Kaufobjekt an die Bank zu übergeben. Dies wird täglich auf der ganzen Welt unzählige Male gemacht. Aber da gibt es ein Problem. Wie kann der Kreditnehmer etwas als Sicherheit versprechen, das der Kreditnehmer noch gar nicht besitzt? Wenn ich von Ihnen $10.000 leihen möchte, um auf eine Luxuskreuzfahrt nach Europa zu gehen, würden Sie das Auto meiner Nachbarin als Sicherheit akzeptieren? Natürlich nicht, weil Sie genau wissen, dass ich keinen Rechtsanspruch habe, Ihnen das Auto meiner Nachbarin zu geben, egal wie viel ich Ihnen schulde. Aber wenn ich stattdessen versprechen würde, das Auto meiner Nachbarin mit den $10.000, die Sie mir geliehen haben, zu kaufen, wäre die Situation anders. Sie würden zustimmen, mir die $10.000 zu leihen, im Glauben, ich werde das Auto kaufen und es als Sicherheit für das Darlehen versprechen, sobald ich einen Rechtsanspruch darauf habe. Bis jedoch die Transaktion abgeschlossen ist, kann Ihr $10.000 Darlehen nicht durch das Eigentum des Fahrzeugs abgesichert werden. Dieses Problem des Ablaufs von Ereignissen könnte ganz einfach vermieden werden. Sie könnten das Auto kaufen und es dann an mich verkaufen. So könnte die Bank es auch machen. Wenn der Kreditnehmer sich bei der Bank verpflichtet, die Ware zu kaufen, warum kauft ihn nicht einfach die Bank mit ihrem eigenen Geld und verkauft ihn an den Kreditnehmer per Ratenzahlung mit Zinsen? Nun, die Antwort auf diese Frage ist auch sehr einfach, weil die Bank, genau wie der Kreditnehmer, mit leeren Taschen zur Transaktion gekommen ist. Die Bank erfüllt ihren Teil der sogenannten Darlehenstransaktion durch Erstellen eines Kontos für den Kreditnehmer. Die Wahrheit ist, der sogenannte Kreditnehmer hat sein eigenes Konto finanziert durch betrügerische Verpfändung eines Autos, das ihm noch nicht gehört. Die Bank als sogenannter Kreditgeber hat überhaupt kein vorhandenes Geld eingesetzt und wird, wenn alles gut geht, das niemals tun. Der Kreditnehmer glaubt nun, dass die neuen Zahlen auf seinem Konto sein Geld in der Bank repräsentieren. Er, wie der Rest von uns, versteht nicht den Unterschied zwischen vorhandenem Geld und einem Geldversprechen. Wenn man es ausgeben kann, was macht das schon? Nun bleibt die Frage, wird die Verkäuferin des Autos das Zahlungsversprechen der Bank akzeptieren? Während einige Leute auf Barzahlung bestehen, werden die meisten Ja sagen zu einem Scheck oder einem elektronischen Geldtransfer von der Bank des Käufers. Warum? Weil die Verkäuferin aus Erfahrung weiß, dass sie den Scheck bei ihrer Bank einzahlen kann und dass ihr Kontostand entsprechend erhöht werden wird. Also, was passiert als nächstes? Nun, offensichtlich schuldet jetzt die Bank des Käufers den Darlehensbetrag der Bank der Verkäuferin. Sie mögen nun denken, kommt das Geld jetzt nicht aus Einlagen? Das Versprechen der Bank, den Kreditnehmer zu bezahlen, wurde stattdessen gerade durch eine Transaktion umgewandelt in ein Versprechen, die Bank der Verkäuferin zu bezahlen. Also muss jetzt die Bank des Käufers reales Geld an die Bank der Verkäuferin überweisen, richtig? Ja, wahrscheinlich aber nur einen kleinen Teil davon. Und langfristig gesehen, solange die Bank ihren fairen Anteil an Einlagen bekommt, kann der Nettobetrag des realen Geldes, das die Bank braucht, um ihre Darlehen zu decken, theoretisch gleich null sein. Wie geht das? Naja, stellen Sie sich vor, dass die Verkäuferin ihr Konto bei der gleichen Bank wie der Käufer hat. Sie reicht den Scheck des Käufers auf ihrem Konto ein. Alles, was die Bank tun muss, um die Transaktion abzuschließen, ist, das Konto des Käufers um den gleichen Betrag zu verringern, wie sie das Konto der Verkäuferin erhöht. Da beide Konten nur Versprechen sind, ist kein reales Geld bei diesem Vorgang involviert. Was ist das Ergebnis? Die Bank hat ein Bankdarlehen für den Kreditnehmer erstellt mit der Summe von $10.000. Der Kreditnehmer hat das Auto gekauft, das in der Realwirtschaft existierte, und die Verkäuferin hat nun das Bankdarlehen über $10.000.
Auf diese Art wurde ein brandneuer Anspruch auf $10.000 realen Warenwertes erreicht, mit absolut $0 Einsatz des Geldes der Bank noch von sonst jemandem. Darüber hinaus bekommt die Bank all das sogenannte Geld zurückgezahlt durch die ehrliche Arbeit des Kreditnehmers, zuzüglich Zinsen, oder die Bank bekommt das Auto. Zauberei, wie man sie normalerweise auf der Bühne sieht. Okay, lassen Sie uns jetzt sehen, was passiert, wenn die Verkäuferin ihren Scheck auf einer anderen Bank einreicht. Würde das keine Überweisung von vorhandenen Bankfonds erfordern? Von der Bank des Käufers zu der Bank der Verkäuferin? Möglicherweise. Aber es wird ziemlich sicher nie irgendwo in der Nähe des Gesamtbetrages sein, weil in Wirklichkeit das Bankensystem als eine Bank fungiert. Zur Veranschaulichung lassen Sie uns noch eine Transaktion diesem Szenario hinzufügen. Am gleichen Tag gab die Bank des Verkäufers ein ähnliches Darlehen an eine ältere Dame, die ein Mega-Heimkinosystem kaufte. Das Elektronikgeschäft deponierte ihren Scheck auf seiner Bank. Die Bank des Elektronikgeschäftes machte eine ähnliche Anleihe, die auf der Bank des ursprünglichen Kreditnehmers deponiert wurde. Nachdem die verschiedenen Bilanzen geregelt waren, schuldeten die Banken sich gegenseitig nichts, und selbst wenn es wirklich Differenzen gegeben hätte, sie wären nur ein kleiner Teil des gesamten Kreditvolumens gewesen, das erschaffen wurde. So, an dieser Stelle können wir sagen, dass, obwohl die Banken nicht wirklich das Geld ihres Anlegers verleihen, wie die meisten von uns glauben, brauchen sie trotzdem Einzahlungen, um Darlehen zu geben. Das ist so, weil die Banken eingehende Gutschriften von anderen Banken brauchen, um ihr eigenes Guthaben, deponiert auf diesen Banken, zu kompensieren. Solange die Banken ihre ausgehenden Kredite mit den eingehenden Krediten in Balance halten, können sie nach Belieben neue Darlehen geben und dadurch weiter neues Kreditgeld erschaffen. Keines davon muss jemals aus den eigenen Taschen der Banken kommen. Der Bank steht es frei, ihre eigenen Mittel in Unternehmens- und Staatsanleihen zu investieren und in andere Möglichkeiten des Bankgeschäftes, was immer ihre Charta erlaubt. Wenn man davon ein Diagramm zeichnet, sieht es so aus. Die Zinsen, die Regierungen und Unternehmen den Banken auf ihre Anleihen zahlen, werden von uns bezahlt. Wir bezahlen sie als Teil unserer Steuern. Und wir zahlen sie im Preis aller Güter und Dienstleistungen, die wir kaufen. Und da ist noch etwas, das auch auf uns abgewälzt wird. Und das ist das Risiko, dass die Bank bankrott geht und nicht in der Lage ist, ihre Versprechen einzulösen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kann eine Bank bankrott gehen, wenn sie von vornherein kein Geld eingesetzt hat? Was hat sie zu verlieren? Die Antwort auf diese Frage ist, dass Banken sich von Fälschern darin unterscheiden, dass es den Banken legal erlaubt ist, neues Geld zu schaffen, aber nur durch bestimmte Regeln des Rechnungswesens. Banken können nur Geld erschaffen durch Verbuchen der Zahlungen und Sicherheiten des Kreditnehmers als Vermögenswert auf der Aktivseite ihrer Bilanz, das durch das Darlehen auf ihrer Passivseite ausgeglichen wird oder, wie es die Bank nennt, aus den Verbindlichkeiten aus Einlagen, erstellt von der Bank. Wenn der Kreditnehmer die Zahlungen versäumt, wird das als Sicherheit angegebene Kapital von der Bank beschlagnahmt und verkauft. Auf einem schrumpfenden Markt, wo Wiederinbesitznahme sehr gebräuchlich ist, deckt der neue, niedrigere Vermögenswert nicht die Verbindlichkeiten der Bank, die auf dem vorherigen höheren Wert bewertet wurden. Dies zeigt sich als Verlust in den Bankbilanzen. Wenn Zwangsversteigerungen weit verbreitet sind, wie auf einem zusammenbrechenden Immobilienmarkt, verflüchtigt sich ganz einfach viel von dem Wert der Sicherheiten der Bank durch fallende Immobilienpreise und setzt die Bank hohen Verlusten aus. In Wirklichkeit sind das alles nur Zahlen, die aus dem Nichts erschaffen wurden. Aber Banken müssen am Diktat dieser Zahlen festhalten, und die Konsequenz aus schiefgelaufener Bankarithmetik kann wirtschaftlicher Stillstand, soziale Ausgrenzung, totales finanzielles Chaos, Gesetzlosigkeit, Hunger und Krieg bedeuten. Diejenigen, die von Zahlen leben, können auch an ihnen zugrunde gehen. Und es ist eine schreckliche Sache, eine Rechenmaschine zu haben, die einen Grabstein beschriftet. George Goodman, das Spiel um Geld. Jedoch, um die Anatomie eines Darlehens zu verstehen, gehen wir davon aus, dass das System noch funktionsfähig ist und alle drei Darlehen, die wir betrachten, zurückgezahlt werden. Das Resultat am Ende ist, dass nicht ein Dollar existierendes Geld den Besitzer gewechselt hat, sondern dass neue Bankdarlehen im Wert von $30.000 geschaffen und in das Geldvolumen eingebracht wurden. Und jede der drei Banken darf $10.000 Zinsen davon kassieren. Ist die Schöpfung dieser brandneuen $30.000 wirklich eine Straftat wie Geldfälschung?
Der offensichtliche Unterschied ist, dass das Bankensystem legal ist, von der Regierung reguliert und durch die Gerichte diszipliniert, den Regeln des Rechnungswesens zu folgen. Ein weiterer Unterschied ist, dass es kein offensichtliches Opfer gibt, wie die Person, die mit Falschgeld erwischt wird. Banken argumentieren damit, dass Käufer und Verkäufer bekommen haben, was sie wollten und dies vereinbart haben. Also, wo ist der Betrug? Und wenn da ein Betrug war, wer hat dabei verloren? Nun, um das herauszufinden, lassen Sie uns auflisten, wer bei dem Geschäft was bekommen hat. Der Kreditnehmer bekam das gewünschte Objekt zu Bedingungen, mit denen er einverstanden war. Er mag diese Entscheidung später vielleicht verfluchen, wenn er mit den Zinszahlungen zu kämpfen hat, oder er könnte dankbar sein, das Darlehen erhalten zu haben und glücklich bis zum Ende seines Lebens damit zu leben. Der Bankkredit der Verkäuferin erhöhte sich. Von Kind an glaubte sie, dass dies ihr Geld in der Bank bedeutet. Sie ist zuversichtlich, dass sie dieses wiederum ausgeben kann und wird es tun. Nun, was die Verkäuferin betrifft, wurde sie vollständig bezahlt. Sie ist glücklich. Also, hat überhaupt jemand durch dieses Geschäft gelitten? Gibt es noch einen Teilnehmer dieser Transaktion, den wir übersehen haben? Nun, da ist auch die Bank, die Zinsen kassieren darf für ein Versprechen, Geld zu zahlen. Das ist ihr Geschäft und damit lebt sie gut. Und, noch jemand? Nun, wo kam das Auto her? Es kam aus der Realwirtschaft. Natürliche Ressourcen, Energie und Arbeitskraft wurden aufgewendet, um es zu produzieren. Was wäre, wenn wir den versteckten Teilnehmer als die Gesellschaft im Großen und Ganzen ansehen würden und die natürliche Welt, von der letztlich alle Dinge kommen? Weil das brandneue Bankdarlehen nicht einfach nur so herumgesessen hat. Es wurde ausgegeben in den allgemeinen Kreislauf der realen Welt. Es ist die reale Welt, die letztendlich das neue Geld im Tausch für ihr Auto bekommt. Dieses neue Geld kann neue Produktion stimulieren, die Wirtschaft vorübergehend vergrößern und viele Menschen glücklich machen. Tatsächlich tut es das oft, indem die meisten Bankdarlehen zu Hypotheken für Häuser werden. Impulse für die Wohnungsbauindustrie, ein großer Anbieter gut bezahlter Arbeitsplätze. Jedoch, nach seinem anfänglich produktiven Gebrauch, wird dieses neu erstellte Geld nur die Geldmenge verdünnen durch eine sehr kleine Reduzierung der Kaufkraft. Im Gegenteil zur Fälschung, wo es nur ein bestimmtes Opfer trifft, wird hier der Verlust durch uns alle getragen, weil die wahre Substanz des Darlehens, das Auto, aus der Gesamtwirtschaft stammt, was einen geringen Wertverlust des Geldes von jedermann bedeutet. Der Rückgang der Kaufkraft entsteht dadurch, dass Geldanleger aufgrund von Inflation den Emittenten von Geld Gewinne vermitteln, St. Louis Federal Reserve Bank. Um mit unserem Vergleich von Bankdarlehen und Geldfälschung fortzufahren, gefälschtes Bargeld wird irgendwann entdeckt und aus dem Umlauf genommen, was demjenigen, der es angenommen hat, einen direkten Verlust beschert. Es gibt natürlich weder eine Garantie darauf, wie viel Geld entdeckt werden wird, noch einen vorgeschriebenen Zeitplan für die Entfernung dessen. Bankdarlehen werden mit der Zeit auch aus dem Umlauf genommen, sobald die Darlehen durch Tilgung erloschen sind. Nun, denken Sie daran, dass fast alles heute existierende Geld Bankdarlehen sind. Deshalb hat fast jeder Dollar, der durch unsere Bankkonten geht, den geplanten Termin, eines Tages als Tilgung eines Bankdarlehens benutzt zu werden und hört auf zu existieren. Zu der Tilgung kommen die Zinszahlungen hinzu, welche zum Bankeinkommen werden, wovon viele der Wirtschaft wieder als Zinsen der Anleger und anderen Bankausgaben zugeführt werden. Deshalb ist es nicht sofort sichtbar, wie beim Falschgeld, dass es für jemanden einen Verlust gibt, wenn Bankdarlehen aus dem Verkehr gezogen werden. Aber wenn wir näher hinschauen, erkennen wir einen interessanten Sachverhalt. Wir brauchen nur die Grundrechenarten, um die Macht zu verstehen, die in der Kontrolle des Geldvolumens liegt, wie es derzeit konzipiert ist, warum die Gesamtverschuldung ständig erweitert werden muss, da ansonsten das System zusammenbricht. Wenn die Rate der Schuldgeldschöpfung hinter die Rate der Schuldgeldvernichtung fällt, wird der Gesamtbetrag des Geldes im Umlauf schrumpfen. Dies nennt man Deflation, weil die Geldmenge schrumpft wie ein Ballon, der entleert wird. Das Resultat ist weniger Geld im Verhältnis zu den verfügbaren Gütern und Dienstleistungen. Mit weniger verfügbarem Geld, um für sie zu zahlen, fallen die Preise für Güter und Dienstleistungen. Zuerst hört sich das gut an und es könnte so sein, wenn Geld nicht als Schulden mit Zinsen geschaffen würde. Für alle, die keine Schulden haben, wäre Deflation wie eine übliche Dividende, bezahlt in Gütern und Dienstleistungen unserer Wahl.
Es wäre, als ob das Geld der Menschen eigenes Kapital in ihrem eigenen erfolgreichen Unternehmen ihres Staates wäre. Sie müssten keine Gehaltserhöhungen fordern. Wenn ein Staat insgesamt produktiver wäre, hätte jeder eine höhere Kaufkraft. Das ist jedoch definitiv nicht der Effekt von Deflation in einem System, wo Geld in Form von verzinslichen Schulden daherkommt. Mehr als 95% des zurzeit existierenden Geldes besteht in Form von Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Zahlungsversprechen mit hinzugefügten Zinsen. Wie wir gesehen haben, wird das Kapital geschaffen, aber nicht die Zinsen. Aufgrund der Zeitverzögerung zwischen der Geldschöpfung und deren Rückzahlung und das Recycling von Zinserträgen als bankbetriebliche Aufwendungen können die meisten von uns den Zahlungen nachkommen, während die Geldmenge steigt. Wenn jedoch die Geldmenge oder Gesamtverschuldung sinkt, wird Geld wegen seiner Knappheit schwerer verdient und festgelegte Zahlungen werden schwerer zu erfüllen sein. Für diejenigen, die hochverschuldet sind, kann Geldknappheit zur Katastrophe werden. Die gesamte Weltwirtschaft beruht auf dem Verbraucher. Wenn er aufhört, Geld auszugeben, das er nicht hat, für Dinge, die er nicht braucht, dann sind wir verloren. Bill Bonner, Autor, Herausgeber und Kolumnist von Wirtschaft und Geld. Unglücklicherweise beschleunigen die psychologischen Auswirkungen der fallenden Löhne und Preise diesen Effekt. Während Kreditnehmer, darunter große Unternehmen, das Vertrauen verlieren, die Kredite zurückzahlen zu können. Deshalb beantragen sie keine. Und ohne neue Darlehen, um die alten zu ersetzen, wird die Geldknappheit rapide schlechter, resultierend in einem Rückgang der Arbeitsplätze und der Kaufkraft, trotz reichlicher Ressourcen und Produktionskapazitäten. Diese düstere Rechenspirale macht Massenzwangsversteigerungen unvermeidlich. Preise sinken, weil niemand sein Geld ausgeben will. Schrumpfende Werte zerstören den Wert der Kreditsicherheiten, was die Ursache riesiger Verluste für die Banken ist. Manche schließen sogar ihre Türen. Verbraucher- und Unternehmensvertrauen ist verloren. Zügellose wirtschaftliche und soziale Fehlfunktion folgt. Mit dem Geldsystem, das wir derzeit haben, kann der sorgfältige Schutz der Lebenszeit mit einem Augenblick weggewischt werden. Larry Parks. Diese zerstörerische Spirale kann nicht umgedreht werden, außer jemand, normalerweise die Regierung, erschafft entweder neues Geld oder verschuldet sich hoch bei privaten Banken, um genug neues Geld zu schaffen, mit dem Ziel, die Wirtschaft zu reorganisieren und zu beleben. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Börsencrash von 1929. Die psychologische Folge des Zusammenbruchs des Aktienmarktes resultierte in weniger Kreditaufnahmen und damit weniger neuem Geld. Die Federal Reserve tat nichts, um die daraus resultierende Deflation zu korrigieren, und 1932 war die Geldmenge um ein Drittel reduziert. Unzählige Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, weil das Geld für ihre Hypotheken abzuzahlen einfach nicht mehr existierte. Dann wurde 1932 Franklin Roosevelt neuer US-Präsident. Sein neuer Deal machte sich daran, die Wirtschaft wiederherzustellen, durch die Wiederherstellung der Geldmenge. Um der Geldknappheit entgegenzuwirken, lieh Roosevelt von den privaten Banken. Fabriken fingen wieder an, einzustellen. Aber erst als der Krieg kam, gab es plötzlich keinen Mangel an Arbeitsplätzen oder zur Verfügung stehender Geldmittel, um das Nötige für den Kriegsaufwand zu leisten. Es war das Geld für den Zweiten Weltkrieg, das die große Depression beendete. Der Krieg resultierte auch in 50 Millionen Toten weltweit und führte zu einem neuen, feindseligen internationalen Machtverhältnis mit dem damit verbundenen Wettrüsten, wachsender Schulden und sozialen und technologischen Umwälzungen. Wenn eine Regierung abhängig vom Geld der Banken ist, steuern diese die Lage und nicht die Führer der Regierung, da die Hand, die gibt, über der Hand steht, die nimmt. Geld hat kein Heimatland, Finanziers sind ohne Patriotismus und ohne Anstand. Ihr einziges Ziel ist der Gewinn. Napoleon Bonaparte. Ich würde nicht wieder in den Krieg ziehen, wie ich es getan habe, um einige lausige Investitionen der Banker zu schützen. Es gibt nur zwei Dinge, für die wir kämpfen sollten.
Eine davon ist die Verteidigung unserer Häuser und die andere ist die Verfassung. Krieg aus einem anderen Grund ist einfach nur Krawall. Es bleibt uns nichts mehr übrig, als uns tiefer und tiefer im Banksystem zu verschulden, um die zunehmenden Geldmengen bereitzustellen, welche die Nationen für Expansion und Wachstum verlangen. Unser Geldsystem ist nichts anderes wie ein Trickbetrug. Die Geldmacht, die vorgeblich in der Lage gewesen ist, verantwortliche Regierung zu überschatten, ist nicht die Macht der Ultrareichen, sondern vielmehr eine neue Technik, um Geld zu zerstören durch Hinzufügen und Zurücknehmen von Zahlen in Bankbüchern, ohne die geringste Rücksicht auf die Interessen der Gemeinschaft oder die Rolle, die Geld darin spielen sollte. Sie wird zur Einnahmequelle für private Emittenten, um zunächst einen geheimen und illegalen Arm der Regierung zu schaffen und schließlich eine rivalisierende Macht zu werden, um alle anderen Formen der Regierung zu stürzen. Der Kreislauf von wirtschaftlichem Boom und Krise wird gemeinhin als Konjunkturzyklus bezeichnet. So, als wäre es ein natürliches Ereignis wie der Wasser- und Kohlenstoffzyklus. Diese natürlichen Zyklen werden schließlich durch die Sonne angetrieben. Aber was treibt den Konjunkturzyklus an? Eine Antwort ist die Geldversorgung. Und, wie wir gesehen haben, ist die Geldversorgung abhängig von Darlehen. Lassen Sie uns also anschauen, was passiert während der Lebenszeit eines individuellen Darlehens. Wir haben gesehen, wie Bankkredite nichts anderes als das Versprechen der Bank ist, zu zahlen, was die Bank in ihren Büchern erstellt hat, um das Zahlungsversprechen des Kreditnehmers auszugleichen. Das Bankversprechen zu zahlen wird normalerweise für echte Waren und Dienstleistungen ausgegeben und darf zirkulieren, was den effizienten Austausch von Waren und Dienstleistungen leichter bewerkstelligen lässt. Als Tauschmittel ist das jetzige Versprechen zu zahlen unübertroffen in seiner Nützlichkeit und Flexibilität. Da jedoch kein Geld hergestellt wird, um die Zinsen zu zahlen, wird eine scheinbar unmögliche Situation erschaffen. Auf den ersten Blick, wenn Kreditnehmer die Zinsen, die sie schulden, alle auf einmal zahlen müssten, würden sie für eine begrenzte Summe existierenden Geldes kämpfen müssen, die sehr viel geringer als die Gesamtschuld wäre. Der Prozentsatz derjenigen, die nicht in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen, wäre einfach zu kalkulieren. Allerdings werden Zinsen normalerweise im Laufe der Zeit bezahlt, nicht alle auf einmal. Wenn diese Zinserträge in die allgemeine Wirtschaft als Ausgabe zurückgeführt werden, können sie verfügbar sein, um immer wieder verdient zu werden. Sobald wir dies verstehen, wird die Frage, ob Zinsen wirklich unbezahlbar sind, immer verwirrender. Gibt es so etwas wie ein tragfähiges System der Kreditvergabe, das keine mathematisch unvermeidbare Vorgaben produziert? Im Mittelalter wurde Wucher, also die Berechnung von Zinsen oder jede Form, Gewinne ausschließlich mit Geld zu machen, als Sünde verurteilt. Während die Rechtfertigung moralisch war, war der Grund dafür praktisch. In einem festen Geldangebot wie Gold wird jeder, der systematisch all seine Darlehen für Geld hergibt, bald mit all dem Geld enden. Dieses Problem war ein großer Faktor für den Zerfall des Römischen Reiches. Private Ansammlungen von Gold zwang die Regierung, Münzen aus unedlen Metallen anstelle der echten zu machen. Abgewertete Währung führte zu Vertrauensbruch und ultimativem Verfall. Diese Lektion wurde gelernt. Für die nächsten 1000 Jahre erklärte die römisch-katholische Kirche es als Sünde, Zinsen für ein Darlehen zu verlangen, was mit Exkommunikation bestraft wurde. In manchen Ländern war die Strafe für Wucher der Tod. Ist Zinsen zu verlangen wirklich eine Sünde? Während es heute sehr vernünftig erscheint, die Nutzung von Geld in Rechnung zu stellen, gibt es ein einfaches und unvermeidliches Problem damit, sofern die Geldverleiher nicht jeden Cent aus dem Zinsertrag so ausgeben, dass die Kreditnehmer es wieder verdienen können, werden die Kreditnehmer zu kurz kommen, unabhängig von ihrer harten Arbeit und persönlichen Tugenden. Manche werden einfach aus mathematischen Gründen scheitern. Dies ist leicht vorstellbar, wo es ein festes Geldangebot wie Goldmünzen gibt. Solange alle als Zinsen eingenommene Münzen ausgegeben werden, damit der Kreditnehmer sie verdienen kann, können die gleichen Münzen immer und immer wieder benutzt werden, um Zinsen zu bezahlen. Der Verleiher kann profitieren, wenn er reale Dinge mit der Münze kauft, aber die Münze an sich muss ausgegeben und nicht verliehen oder aus dem Verkehr genommen werden. Alle moralischen Erwägungen beiseite lassend, wäre diese Regelung tragfähig.
Allerdings, wenn die Zinsmünzen wieder mit Zinsen verliehen oder durch Horten aus dem Verkehr gezogen werden, wird es einen darin enthaltenen Mangel an Münzen geben, mit welchem die Gesamtverschuldung zu zahlen ist. Die Situation ist im Wesentlichen nicht anders als in unserem jetzigen schuldenbasierten System. Wie wir gesehen haben, entsteht inzwischen jeder Dollar als Schuld mit einem geplanten Termin, wieder gelöscht zu werden, als Tilgung auf das Darlehen, das ihn erschaffen hat. Damit alle Kreditnehmer in der Lage sind, ihre Zahlungen von Kapital plus Zinsen leisten zu können, müssen zwei Dinge wahr sein. Der Dollar, der als Hauptforderung des Darlehens erschaffen wurde, muss verfügbar sein, um vom Kreditnehmer verdient werden zu können, um die Kapitalzahlung, die diesen Dollar löscht, tätigen zu können. Und jeder Dollar, den der Kreditnehmer der Bank als Zins zahlt, muss auch verfügbar sein, um wiederholt vom Kreditnehmer verdient werden zu können, damit er immer wieder als Zins bezahlt werden kann. Es gibt eine allgemeine, zweifellos beliebte Theorie unter Verleihern, dass tatsächlich genug Geld zurück in die Gemeinschaft fließt, um alle Zahlungen zu tätigen, weil die Banken ihre Zinserträge als betriebliche Aufwendungen dazu verwenden, Zinsen an Anleger und Dividenden an Aktionäre zu zahlen. Genau wie die Idee der absoluten Knappheit ist dies jedoch eine zu starke Vereinfachung. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn jemand anderes, so wie Sie oder ich oder ein institutioneller Nichtbankverleiher, diesen Dollar erhält und ihn mit Zinsen verleiht. Nun, jetzt wird dieser Dollar gleichzeitig zwei verschiedenen Verleihern geschuldet und hat gleichzeitig zwei Zinszahlungen an sich haften. Zusätzlich, wenn dieser Dollar verliehen ist, zurückgezahlt und wieder verliehen ist durch den sekundären Verleiher, steht er nicht zur Verfügung, um die Hauptschuld des Darlehens, das ihn erschaffen hat, zurückzuzahlen, es sei denn als anderes Darlehen. Können wir nun von Peter leihen, um Paul zu bezahlen, und von Paul leihen, um Peter zu bezahlen? Das wird interessant. Wir können, jedoch jedes Mal, wenn Geld geliehen wird, gibt es eine zusätzliche Zinsbelastung, die bezahlt werden muss. Wenn alle zusätzlichen Zinsbelastungen verdient werden können, können alle Zahlungen getätigt werden. Auf dieser Basis behaupten viele Ökonomen und Verfechter des jetzigen Systems, dass es niemals eine Geldknappheit geben kann und dass alle Zahlungen getätigt werden können. Aber es scheint eine falsche Sicherheit zu sein. Zum Beispiel, wenn sekundäre Leiher etwas von dem Geld erbeuten, das gebraucht wird, um das Darlehen, das dieses Geld erschaffen hat, zu tilgen, kann das ursprüngliche Darlehen niemals zurückgezahlt werden. Das Defizit muss für immer wieder verleiht werden, jedes Mal mit Zinsen. Jedes Defizit wird kumulativ sein, zu einer ständig wachsenden Gesamtschuld führen, die niemals bezahlt werden kann. Und es liegt nahe, dass für jede zusätzliche Zinsbelastung im Gesamtsystem etwas Zusätzliches vom Gesamtsystem verlangt wird, um dafür zu bezahlen. Das betrifft jeden, Produzenten, Regierungen und Verbraucher. Für Produzenten muss dieses extra durch höhere Preise und mehr Verkäufe hereinkommen. Wettbewerb für mehr Umsatz verlangt jedoch normalerweise Preissenkungen, die sogar mehr Verkäufe nötig machen und führt zur Überproduktion und Sättigung des Marktes. Das Resultat kann Arbeitsplatzverluste, Werksschließungen und Insolvenzen bedeuten. Für Regierungen wird dieses extra durch Steuererhöhungen eingetrieben. Aber Steuererhöhungen ziehen Geld aus der produktiven Wirtschaft, resultierend in einer Reduktion der gemeinsamen Fähigkeit, Steuern zu zahlen, was dann staatliche Kreditaufnahmen und zusätzliche Zinszahlungen notwendig macht. Für Verbraucher kann dieses extra bedeuten, einen zusätzlichen Job anzunehmen oder Geld zu leihen, um alte Schulden zu begleichen oder für einen längeren Zeitraum Schulden abzuzahlen. Wettbewerb um Arbeitsplätze führt jedoch zu niedrigeren Arbeitslöhnen. Und für einen längeren Zeitraum Schulden abzuzahlen, erhöht die Zinszahlungen enorm. Und natürlich, borgen, um alte Schulden zu begleichen, ist wie wenn man versuchen würde, ein Loch mit mehr Loch zu stopfen. Und in dieser Situation befinden wir uns heute. Produzenten können nicht mehr verkaufen, weil Verbraucher es sich nicht leisten können zu kaufen. Regierungen senken Steuern oder erhöhen sie nicht in der Hoffnung, die Nachfrage der Verbraucher zu stimulieren. Und Realeinkommen der Verbraucher sind begrenzt oder sie fallen sogar wegen des Wettbewerbs einer begrenzten Anzahl von Arbeitsplätzen. Deshalb wird jede Erhöhung der Gesamtzinsbeträge innerhalb des Geldsystems im Ganzen in einem echten Mangel an Geld resultieren.
Das liegt daran, dass die wirklich produktive Wirtschaft begrenzt ist durch die Verfügbarkeit der Ressourcen der Natur. Die produktive Wirtschaft existiert, um den tatsächlichen Bedarf zu dienen. Sie kann einfach nicht mit den Forderungen der künstlichen Finanzwirtschaft mithalten, die einen unbegrenzten Appetit an Profit hat und die ohne Rücksicht auf die natürlichen Grenzen der realen Welt operiert. Die Theorie, dass es immer genügend Geld gibt, um die Zinsen zu zahlen, hat eine bestimmte, elegante Einfachheit. Wie auch immer, aufgrund der Natur der Behauptung, wahr zu sein, muss sie 100% wahr sein. Das ist unmöglich. Zum einen machen sekundäre Geldverleiher einen bedeutenden Anteil der Kreditgeber aus. Und sie addieren ihre Zinsforderungen zu Geld, das bereits eine Zinslast trägt. Darüber hinaus haben wir eine kulturelle Erwartung. Jeder, der Geld hat, erwartet, dass mehr daraus wird. Geld, das ausgegeben und zum Verdienst des ursprünglichen Kreditnehmers bereitgestellt werden muss, wird stattdessen mit Zinsen verliehen oder für Gewinn investiert. Daher können wir feststellen, dass die beiden Voraussetzungen, die für alle Kreditnehmer erfüllt sein müssen, um ihre Zahlungen des Kapitals plus Zinsen zu erfüllen und somit ihre Schulden dauerhaft begleichen zu können, im gegenwärtigen System nicht gegeben sind. Nirgends im gegenwärtigen System gibt es Beschränkungen, Geld wieder zu verleihen, das als Darlehen erstellt wurde. Auch gibt es keine Verpflichtung der Banken, ihren Profit aus Zinsen zur Verfügung zu stellen, um von Kreditnehmern verdient zu werden, um deren Schulden zu tilgen. Ganz im Gegenteil, Banken investieren diesen Profit, um weiteren Profit zu machen. Und es sind nicht nur die Banken, die dieses Problem verursachen. Jeder, der ihren Geldball nimmt und diesen wie einen Schneeball rollt, um ihn größer zu machen, tut dies auf Kosten des Kreditnehmers, für den dieses Geld nicht zur Begleichung der Schulden zur Verfügung steht, außer als zusätzliche Schulden. Und natürlich, diejenigen, die den größten Schneeball rollen, nehmen den meisten Schnee mit. Wie das Sprichwort sagt, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Geld, das von Schuldnern in unteren Bereichen des Arbeitsalltags produktiver Wirtschaft gebraucht wird, bewegt sich nach oben in die Casino-Welt des abstrakten finanziellen Profits. Und das ist eine Welt, wo Transaktionen wenig mehr als Zahlenspielereien sind, mit dem Zweck, höhere Ziffern zu erzielen. Diese haben wenig oder nichts damit zu tun, die Lebensbedürfnisse zu sichern. Heute wechselt der größte Teil des Geldes dem Besitzer dadurch, was am besten mit glücksspielender Wirtschaft beschrieben wird. Der Devisenmarkt, der Markt der Derivate und der Rest der Finanzinstrumente, die durch Banken und Investmentfonds für so viel Gewinn wie möglich gespielt werden. Zum Beispiel übersteigt das Handelsvolumen auf den Weltdevisenmärkten in nur einer Woche das Gesamtvolumen des Welthandels realer Güter und Dienstleistungen eines ganzen Jahres. Dieses Geld ist im Dauerspiel von Spekulanten, die Zufallsgewinne mit Währungsschwankungen machen wollen. Es existiert, aber nur in der Glücksspielwirtschaft. Also, wie unbezahlbar ist die allgegenwärtige Zinsbelastung tatsächlich? Das könnte nur durch das Verfolgen allen Geldes in der Welt mit Sicherheit festgestellt werden. Mit über 6 Milliarden Menschen, die verdienen, ausgeben, leihen und verleihen, ist das unmöglich festzustellen, denn die Finanzströme in der Welt sind mindestens genauso komplex wie die Strömungen des Ozeans. Aber die Richtung ist ziemlich klar und einfach. Und es ist immer wieder die gleiche alte Geschichte. Die Reichen nehmen immer mehr Geld in die Glücksspielwirtschaft, wo normale Kreditnehmer fast keine Chance haben, es zu erhalten. Und der einzige Weg für das System, solvent zu bleiben, ist, mehr Geld zu schaffen. Und da Geld als Schuld erzeugt wird, ist der einzige Weg, mehr Geld zu schaffen, mehr Schulden auf jede mögliche Art zu schaffen, einschließlich lächerlich leichter Kredite für unqualifizierte Kreditnehmer, massiven staatlichen Ausgaben für Sicherheit und Krieg und Rettungsaktionen von insolventen Banken.
Als nächstes können wir untersuchen, wie der individuelle Darlehenszyklus sich zu den Boom- und den Krisenphänomenen, bekannt als Konjunkturzyklus, verhält. Der individuelle Darlehenszyklus kann so beschrieben werden. Zuerst gibt es eine Wirtschaftsstimulation wegen der anfänglichen Ausgaben. Danach folgt die Inflation, weil neues Geld im Grunde nur die Geldmenge verdünnt. Und irgendwann folgt nach der Inflation die Deflation, weil die Kreditrückzahlungen allmählich die Grundschuld tilgen und dabei das Geld aus dem Verkehr ziehen. Solange die einzelnen Kreditzyklen nicht übereinstimmen, können diese Zyklen sich gegenseitig glätten. Dies schafft eine relativ stabile Geldmenge, die zu relativ stabilen Preisen führt, obwohl, zumindest teilweise, ein kontinuierliches Wachstum der Geldmenge gebraucht wird, weil, wie Sie sich erinnern werden, das Geld für die Zinsdeckung niemals erschaffen wurde. Dies ist das Modell, auf welchem unsere derzeitige Wirtschaft basiert. Deflationäre Spiralen vermeidend und die Inflation auf einem Niveau haltend, das nicht die Warenkörbe der Leute verärgert, bildet die Kunst der Wirtschaftsverwaltung, welche recht eng als das Erreichen der sogenannten Preisstabilität definiert wird. Ein Blick auf die Kaufkraft des US-Dollar in reale Güter während des letzten Jahrhunderts verrät jedoch sofort, was die sogenannte Preisstabilität wirklich bedeutet hat. Der Dollar hat ganz klar fast seinen ganzen Wert verloren. Etwa 96%, und er verliert in einem rasanten Tempo weiter. Also, Preisstabilität wird nicht erreicht. Und man braucht kaum einen Abschluss in Psychologie, um zu verstehen, wie die menschliche Natur an sich den individuellen Darlehenszyklus in das kollektive Phänomen des Konjunkturzyklus hineindrehen würde. Der einfache Grund dafür ist, dass, wenn eine Person große Perspektiven sieht und es ihr gut geht und expandieren kann durch Anleihen, würden andere das Vertrauen haben, das Gleiche zu tun. Neben den rein psychologischen Auswirkungen, wenn ein Geschäft auf der Basis von Krediten expandiert, halten es seine Lieferanten und Händler für notwendig, dies ebenfalls zu tun, oder sie verlieren das Geschäft an jemanden, der es tut. Der gleiche Herdeneffekt würde auftreten bei düsteren Aussichten und begleitender Kreditschrumpfung. So ist es durchaus vorhersehbar, dass individuelle Kreditzyklen eine eingebaute Neigung haben, sich in einer Reihe aufzustellen, anstatt zufällig verteilt zu werden. Und während sie das tun, sehen wir den größeren Umfang, genannt Konjunkturzyklus, direkt vor den kumulativen Auswirkungen der individuellen Kreditzyklen entstehen. Um es zusammenzufassen, könnte man sagen, dass durch den Austausch von Versprechen, gemacht durch die Bank und den Kreditnehmer, die Gesellschaft eine chronische Inflation und Abhängigkeit von Banken für zunehmende Geldinfusionen bekommt, um letztendlich unmögliche Zinszahlungen zu tätigen. Dies führt zu einer unausweichlichen Tretmühle zunehmender Schulden und Geldentwertung. Die einzige Ausweichmöglichkeit wäre ein deflationärer Kollaps der Wirtschaft, gefolgt von sozialem Chaos oder Krieg. Diese eminent ungesunde Situation filtert sich durch die Gesellschaft nach unten und hinterlässt verheerende Schäden auf jeder Ebene. Wir sind wie Süchtige, aber die Lösung ist nicht mehr und mehr Heroin, sondern es ist mehr und mehr Kreditgeld, und irgendwann ist unsere gemeinsame Fähigkeit zu leihen und so viel Kredit zurückzuzahlen erschöpft. Dies erzeugt dann die Notwendigkeit einer ständigen Ausweitung der Kreditvergabe in neue Märkte, einen steuerlichen Zwang erschaffend, jeden auf dieser Welt tiefer und weiter für immer in die Schulden zu treiben. In den Vereinigten Staaten hat dieser konstante Schuldenausbau 2008 zu einer Gesamtkreditmarktschuld von mehr als 53 Billionen US-Dollar geführt, welche ungefähr 5-mal das Jahreseinkommen des gesamten Landes ist. Ist die ganze Welt nun glücklich über das Ende der Darlehenstransaktion? Wahrscheinlich nicht, aber der ganzen Welt ist kaum bewusst, wo diese Probleme ihren Ursprung haben. Im schwer fassbaren System der Fälschungen und versteckten Kontrolle des modernen Bankwesens. Und was ist mit den Banken? Wie ist es den Banken ergangen als Folge dieses Systems? Nun, erstens, durch den Einsatz eines ganz kleinen Teils des Geldes, das sie vorgeblich verleihen, haben die Banken einen Einkommenszufluss aus Zinsen auf Konsumentenkredite und Hypotheken erhalten. Zweitens, durch Ausübung ihrer Kreditmacht, um große Portfolios von Unternehmens- und Staatsanleihen zu erwerben, kontrollieren die Banken gemeinsam Regierung und Industrie.
Und drittens, aufgrund der unvermeidlichen Ausfälle und Zwangsvollstreckungen gewinnen die Banken Rechtsanspruch auf eine Menge Immobilien auf der ganzen Welt. Und schließlich, wenn das Schlimmste passiert, wenn Schuldner massenhaft ausfallen und den Banken große Verluste bereiten, ist die Regierung gezwungen, die Banken mit Multimilliarden-Dollar Rettungsmaßnahmen zu retten, um das Finanzsystem zu sichern. Und wie werden diese Rettungsmaßnahmen finanziert? Sie erraten es, mit mehr Steuerzahlerschulden. Es ist wirklich eine Leistung, dieses durchzuziehen, ohne dass die meisten Opfer sich dessen bewusst sind. Wenn Sie jetzt denken, da sollte es ein Gesetz geben, nun, es gibt eins. Es gibt ein Gesetzeswerk, das all dies legalisiert. Also, wie wurde ein solches System jemals zum Gesetz? Um das zu beantworten, gehen wir zurück nach England in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Wenn Plünderung zum Lebensstil einiger Männer einer Gesellschaft wird, erschaffen sie mit der Zeit ein Rechtssystem, das es legitimiert und einen Moralkodex, der es verehrt. Frederick Bastiat, Nationalökonom. Mit der Entwicklung der besseren Schiffe und den neuen Erkundungen, die diese erlaubten, weitete sich der Handel rasch aus. Um den Handel durchzuführen, besonders über große Entfernungen und lange Zeitspannen, wurden schriftliche Verträge immer bedeutungsvoller und ausgefeilter. Unter dem englischen Gewohnheitsrecht hat es sich lange etabliert, dass ein Vertrag nur durchgesetzt werden konnte, wenn etwas von echter Substanz den Besitzer gewechselt hatte. Ein Transfer an Gütern oder Rechte an Immobilien waren die echten Dinge des Austauschs und das würde vom Gericht fair behandelt werden, nicht nur die Worte auf dem Dokument. Ein Vertrag, unter dem kein Tausch in Betracht kam, wie reale Güter oder Rechte an Eigentum, wurde als leer angesehen und war für das Gericht nicht durchsetzbar. Nun, ein Vertrag, in dem der Schuldner zum Beispiel ein Auto versprach, das er nicht besitzt, im Austausch für das Versprechen der Bank zu zahlen, wäre überhaupt nicht für einen Vertrag qualifiziert. Kein Gewohnheitsrecht, Gericht würde dies durchsetzen. Genauso im Falle eines Streites über einen Vertrag unter dem Gewohnheitsrecht hatte nur jemand, der wirklich einen Tausch in der Transaktion getätigt hatte, mit anderen Worten jemand, der die Güter geliefert hatte, das Recht vor Gericht die Erfüllung des Vertrages durch die andere Partei einzuklagen. Dieses Recht konnte nicht auf Dritte übertragen werden. Wenn früher Händler persönlich mit Gütern auf Expeditionen gingen, kauften sie diese Güter zu Hause in ihrer lokalen Währung und verkauften sie in der Ferne mit dem ausländischen Geld. Dann kauften sie ausländische Waren mit ausländischem Geld, brachten diese Waren nach Hause und verkauften sie wieder in ihrer lokalen Währung. Ziemlich einfach. Aber als der Handel ausgefeilter wurde, neigten die Händler immer mehr dazu, zu Hause zu bleiben und nur Schiffe anzuheuern, welche die Lieferungen ausführten. Dies gab den Händlern die Freiheit, Ladungen ausländischer Waren aus verschiedenen Quellen zu importieren, nicht nur zum Zielhafen, an welchen sie ihre Waren exportiert hatten. So wurde ein Problem geschaffen. Die exportierte Ware wurde bereits mit ausländischer Münze bezahlt, deren Wert woanders ausgegeben werden musste. Verschieben von Geldmünzen barg ein hohes Diebstahlrisiko, genauso wie die Wahrscheinlichkeit eines teilweisen Verlustes durch Währungsumrechnung in einem anderen Land. Dieses Problem der Zahlungen aus der Ferne wurde durch die Nutzung von Handelswechseln überwunden. Ein Handelswechsel war eine unterschriebene Bestellung vom Zahlenden an einen Adressaten, der verlangte, dass der Empfänger eine bestimmte festgelegte Geldsumme an den Zahlungsempfänger zu entrichten hatte. Diese wurden durch Signatur gesichert und sie konnten nicht vor Gericht durch jemand anderen als den ursprünglichen Parteien beansprucht werden. So waren sie von keinem Nutzen für einen Dieb oder eine andere dritte Partei. Sie werden sehr wahrscheinlich erkennen, dass dies die Vorläufer von Schecks waren. Ich, der Zahlende, beauftrage den Adressat, die Bank, den Zahlungsempfänger, einer Person, genannt auf dem Scheck, eine bestimmte Summe an Geld zu zahlen. Das war alles schön und gut für Geschäfte zwischen Parteien, die einander bekannt waren. Der Handelswechsel wurde lediglich als Möglichkeit genutzt, um die Zahlung in Münzen an einem entfernten Ort zu bestellen.
Aber die Händler wollten bald mehr Flexibilität. Sie wollten in der Lage sein, Handelswechsel wie Geld zu verwenden, um Zahlungen zwischen vielen Händlern in vielen Orten in Einklang zu bringen. Damit dies funktionierte, mussten Handelswechsel zuordnungsfähig an- und durchsetzbar durch Dritte sein. Wie wir sehen werden, war dies der Moment in der Rechtsgeschichte, der das heutige Bankensystem sanktionierte. Eine dritte Partei, die ehrlicherweise einen Wechsel erworben haben könnte, einige Schritte vom ursprünglichen Austausch entfernt, würde nicht vor einem Gericht erwartet und hätte sowieso kein Recht, dort zu erscheinen, um die Gültigkeit des Vertrages zu verteidigen und abzukassieren. Dadurch wurden Dritte im Handelswechsel zu einem unakzeptablen Risiko. Also, um in der Lage zu sein, Handelswechsel zu einem bequemen und garantierten Zahlungssystem für Dritte zu machen, im Wesentlichen äquivalent zum Geld, musste die allgemeine Rechtspraxis hinsichtlich der Handelswechsel beiseite geschoben werden. In England wurde dieses Problem für den Handel durch eine Reihe von rechtlichen Entscheidungen von 1664 bis 1699 dadurch behoben, dass Handelswechsel für Dritte durchsetzbar gemacht wurden. Wenn ein Dritter eine Rechnung entgeltlich in Treu und Glauben erworben hatte, keinen ersichtlichen Grund des Betrugs oder Mängel im Recht des Verkäufers zu verkaufen zu vermuten, dann wurde der Wechsel automatisch gut und durchsetzbar durch das Gericht gegenüber dem Unterzeichner. Was bedeutete diese Veränderung? Es bedeutete im Wesentlichen, dass jeder Handelswechsel als legitim angesehen würde, sobald er verkauft war. Handelswechsel und alle anderen nachfolgenden Typen von signierten Zahlungsversprechen mit der bemerkenswerten Ausnahme von Schecks wurden übertragbar und vollstreckbar vor Gericht. Genau wie die Händler es wollten. Jetzt konnten Schuldverträge wie Dinge verkauft werden und die Abwicklung von Geschäften wurde ein ganzes Stück einfacher. Nicht nur das, es öffnete einen ganz neuen Markt für Gewinnsuchende, Handelswechsel an sich zu tauschen. Die Vermarktung von Schulden war geboren. Die Gesetzesänderung hatte auch noch einen anderen Effekt. Sie machte es möglich, eine Person zu täuschen oder sogar zu einer Unterschrift auf einem rechtlich verbindlichen Zahlungsversprechen zu zwingen und dann, wenn dieses Versprechen von einer dritten Person in gutem Glauben gekauft werden würde, wäre es gegen den Unterzeichner vor Gericht einklagbar. Schließlich wurde dies eines der grundlegenden Prinzipien des einheitlichen Handelsgesetzbuches, welcher das Verhalten der Unternehmen in den Vereinigten Staaten und, durch Erweiterung, im größten Teil der Welt regelt. Die gesamten Steuer- und Geldsysteme werden hiermit dem einheitlichen Handelsgesetzbuch unterstellt, US Federal Tax Lien Act von 1966. Wenn wir einen gestohlenen Laptop von einem Mann auf der Straße kaufen, sind wir der Hehlerei schuldig, eine Straftat. Es ist egal, ob wir ehrliches Geld dafür bezahlten und nicht wussten, dass die Ware gestohlen war. Das Gericht wird die Ware dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Wir als Käufer, unschuldig oder nicht, verlieren unser Geld und werden vielleicht sogar wegen eines Verbrechens angeklagt. Aber wenn wir einen Darlehensvertrag von einem Bankier kaufen und ihm dafür in gutem Glauben einen realen Wert geben, spielt es keine Rolle, dass der Vertrag vielleicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entstanden ist. Wer auch immer unterschrieben hat, ist durch das kommerzielle Vertragsrecht verpflichtet zu zahlen und die Gerichte setzen diese Verpflichtung durch. Heutige Schuldverträge haben eine Vielzahl von Formen, einschließlich und vor allem Kredite und Hypotheken. Es ist wichtig zu beachten, gerade als diese Gewohnheitsrechtsbeschränkungen entfernt wurden, die brandneue Bank von England gegründet wurde. Die erste staatlich befugte Bank, Geld aus dem Nichts zu schaffen. Die neuen Gesetze passten perfekt dazu, die Lehrverträge der neuen Bank gegen den sogenannten Kreditnehmer durchzusetzen. Die Bank hat Gewinn aus Zinsen für alle Gelder, die sie aus dem Nichts erschafft. William Paterson, Gründer der Bank von England 1694. Diejenigen, welche die wahre Natur ihrer eigenen Bankdarlehen entdeckt und versucht haben, die Gültigkeit ihrer Schuldverträge in modernen Gerichten in Frage zu stellen, haben zu ihrer Bestürzung entdeckt, dass dieses kommerzielle Vertragsrecht immer noch die Grundverteidigung des Geldes als Schuld ist. Die Bank wird den ursprünglichen Darlehensvertrag gegen Wert an einen Dritten verkauft haben und auch wenn dieser Dritte oft nur eine Tochterfirma der Bank ist, alles, was für den Richter zählt, ist, wer das Dokument besitzt, was es besagt und wessen Unterschrift drauf ist.
Das Versäumnis der Bank, den Kreditnehmer über die wahre Natur des Darlehensvertrages zu informieren, und das Fehlen von tatsächlichem Geld, geliehen von der Bank, ist nicht relevant. Um nun unsere Untersuchung abzuschließen, scheint es, dass die moderne Bankgeschäftspraxis auf mehreren verschiedenen Verletzungen des Gewohnheitsrechts, des gesunden Menschenverstandes und der Naturgesetze beruht. Die erste Verletzung ist der Betrug, den der Kreditnehmer begeht durch das Verpfänden von Eigentum, das er noch nicht besitzt. Und die Bank ist mitschuldig, da sie wissentlich das betrügerische Versprechen als Sicherheit für den Kredit annimmt, den sie erschafft. Die zweite Verletzung ist das Versäumnis der Bank, die wahre Natur des Vertrages offenzulegen. Die Bank nennt es ein Darlehen, führt den Kreditnehmer dazu zu glauben, dass er oder sie ein Darlehen aus existierendem Geld erhalten hat. Aber die Bank weiß sehr gut, dass sie nur ein brandneues Zahlungsversprechen gegeben hat, das einfach auf einem Computerbildschirm getippt wurde. Ein Versprechen, von dem die Bank weiß, dass sie es wahrscheinlich niemals erfüllen muss. Drittens sollte der Darlehensvertrag ungültig sein, weil unmögliche Verträge rechtlich ungültig sind. Die Bank schafft einen unmöglichen Vertrag, weil die Voraussetzungen für den Kreditnehmer, die Möglichkeit zu haben, das Grundkapital plus Zinsen abzuzahlen, nicht gegeben sind. Sofern das System nicht die hundertprozentige Wiederverwertung von Grundkapital und Zinsen durchsetzt, welches es nachdrücklich nicht tut, werden einige Kreditnehmer ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und ihre Sicherheiten verlieren, einfach aufgrund des systemischen Geldmangels. Die vierte Verletzung ist die Verletzung des Naturrechts durch das Vertragsrecht, das automatisch Legitimität der Besitzrechte auf alle Verträge verleiht, wenn der Vertrag entgeltlich an Dritte verkauft wird. Dies verstößt gegen den Grundsatz, dass man nicht mehr Besitzrechte hergeben kann, als man hat. Aber vielleicht ist der größte Betrug überhaupt, dass die meisten Leute, die den wahren Reichtum der Welt produzieren, Schulden haben und als Risiko alles, wofür sie gearbeitet haben, zu verlieren, an Bankiers, die Geld aus dem bloßen Zahlungsversprechen heraus herstellen. Und wohin führt uns das? Wir sind Geiseln in einer Wirtschaft, die schneller und schneller wachsen muss, um mit einer ständig wachsenden Geldmenge Schritt zu halten, oder das gesamte System kollabiert in Trümmern. Das Geldsystem, so wie es derzeit strukturiert ist, weigert sich zu erkennen, dass die Realwirtschaft durch die Kapazität des Planeten, Rohstoffe und Entsorgungsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, begrenzt ist. Der Planet ist endlich, und deshalb sollte es klar sein, dass die Wirtschaft nicht für immer in einem zunehmenden Tempo wachsen kann. Unser aktuelles Geldsystem fährt wie der Bus im Film Speed. Er kann nicht langsamer werden, denn sonst würde die Bombe im Bus explodieren. Unsere Situation ist sogar schlimmer, weil das Maß der Schuldenerschaffung sich für immer beschleunigen muss oder die gesamte Wirtschaft stürzt ab. Die Vorstellung, dass unbegrenztes, unaufhörlich beschleunigendes Wachstum möglich ist, ist der große Irrtum in der modernen Ökonomie. Es ist eine fatale Täuschung, aus der Gier geboren. Ein wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Absturz von beispiellosem Ausmaß ist sicherlich unvermeidbar, und dieses Geldsystem ist hoffnungslos unfähig, sich darauf einzurichten. Kein Wunder, dass Geldreformer aus der ganzen Welt darauf bestehen, dass das gesamte Geldsystem überholt werden muss. Von Grund auf. Das Bankwesen bedeutet nicht Betrug, es ist Betrug. Tim Madden, Geldhistoriker und Verbraucherschützer. Also, was ist die Lösung? Eine Idee, die viele Leute vorschlagen, ist, zu den Tagen zurückzukehren, als Geld noch durch Gold gedeckt war. Gold, so argumentieren sie, ist das wahre Geld, weil Gold schon wertvoll an sich ist. Das zugrunde liegende Prinzip hier ist, dass Geld ein Wirtschaftsgut und aufgrund seiner Knappheit wertvoll sein sollte.
so wie Gold knapp ist. Als allgemeine Regel gilt, dass diejenigen, welche diese Ansicht über Geld haben, ebenfalls glauben, dass Geld auch unabhängig von der Regierung existieren sollte. Eine andere Denkrichtung, diametral entgegengesetzt, ist, dass die Schaffung von Geld das ausschließliche Vorrecht der Regierung sein sollte, die alle Menschen repräsentiert, dass Geld im öffentlichen Interesse ausgegeben werden sollte und so die Währung mit dem abzusichern, für das sie ausgegeben wurde. Wenn die Macht zurückgenommen würde, um einfach das Geld in Umlauf zu bringen, müsste die Regierung niemals Schulden machen oder Zinsen zahlen. Natürlich würden grenzenlose Staatsausgaben in einer wertlosen Währung resultieren. Um einer Inflation vorzubeugen, müsste Geld ebenfalls ausgelöscht werden. Dies könnte durch Einsetzung einer Vielzahl von Steuern, Ressourcen und Lizenzgebühren sowie Nutzungsentgelten gelöst werden. Staatsausgaben und staatliche Steuern wären somit abhängig voneinander und würden sich ein perfektes Gleichgewicht halten. Allerdings würde das Ziel der Besteuerung sein, die Preisstabilität zu erreichen, während die Regierung keine Steuereinnahmen notwendig hätte, um zu agieren. Im Laufe der Jahrhunderte wurden beide, das auf Gold basierende System und verschiedene staatliche Kreditsysteme benutzt, wobei das auf Gold basierende System weit in das 20. Jahrhundert vorherrschte. Dies war nicht so, weil staatliches Kreditgeld nicht funktionierte. Es funktionierte im Land selbst, wo es in der Zahlung von Steuern angenommen wurde. Aber bis zur Erfindung der modernen Währungsumrechnungen musste der internationale Handel in Gold abgewickelt werden. Zusätzlich übte Gold für eine sehr lange Zeit auf die Menschen eine fast übernatürliche Faszination aus. Es wurde uns jahrtausendelang beigebracht, über Geld als tragbaren großen Reichtum wie bei Goldmünzen zu denken. Dies ist jedoch nicht die einzige Art, über Geld nachzudenken. Es ist auch im Zeitalter von Schwundschuldgeld nicht länger zutreffend. Geld ist an seiner Wurzel eine Idee. Eine Idee, die Menschen erfunden haben, um einfaches Dasein in komplexe Zivilisation zu verwandeln. Es ist die Entwicklung des Geldes, das die Spezialisierung von Arbeit und den indirekten Austausch von Gütern und Dienstleistungen möglich gemacht hat. Im Laufe der Geldevolution vom direkten Tauschhandel zum Standardwarentauschhandel und zu Standardmünzen, zu Papierversprechungen von Edelmetall, zu digitalen Versprechungen von Papiergeld und jetzt zu digitalen Versprechungen, um digitale Versprechungen zu zahlen, im Laufe dieser langen Evolution war die vorherrschende Idee schon immer, anstelle von Geld größere Flexibilität durch Nutzung der bequemen und sicheren Zahlungsversprechen zu erreichen. Das Problem mit dem Versprechen zu zahlen Geld war immer, dass es goldene Möglichkeiten zum Betrug bot, um mehr Versprechen zu schaffen, als durch wirkliche Dinge gedeckt werden konnten. Aber gibt es eine Möglichkeit, den Austausch von realem Geld genauso bequem und sicher zu machen wie das Versprechen zu zahlen System? Jetzt gibt es eine. Digitales Geld, bequem und sicher, ist jetzt eine Möglichkeit aufgrund der neuen Verschlüsselungstechnologien. Es funktioniert wie folgt. Stellen Sie sich vor, die Seriennummer von der Dollarnote zu nehmen und das Papier herauszugeben. Was haben Sie? Einen digitalen Dollar, der jetzt elektronisch um die Welt transferiert werden kann, genauso einfach und sicher wie ein Versprechen zu zahlen Dollar. Aber, und das ist ein großes Aber, während das digitale Geld rein elektronisch ist, ist es auch wie eine Metallmünze. Es kann niemals an zwei Orten gleichzeitig sein. Somit kann die Vermehrung von Versprechungen verhindert werden, indem sie auf tatsächliche Bezahlung bestehen, in Bargeld, Papier oder digital. Wir brauchen dieses digitale Bargeld noch nicht einmal in einer Bank aufzubewahren, weil es sich selbst verwahrt und durchs Internet transferiert werden kann. Und sofort übertragbares digitales Geld könnte intelligente Funktionen ausführen, weit über alles hinaus, zu was Geld jemals zuvor in der Lage war. Zum Beispiel mit einfachem mathematischen Programm könnte Geld geschaffen werden, um seinen eigenen Wert zu berechnen, wodurch menschliche Spekulation, Manipulation und Fehler beseitigt würden. Wäre das nicht was? In der Zwischenzeit sind bereits Anstrengungen im Gange, um das monetäre System per Gesetz zu reformieren.
Initiativen wie das Währungsreformgesetz und das Münzgesetz vom amerikanischen Währungsinstitut sind schon geschrieben und beschreiben detailliert, wie die Macht, Geld zu schaffen, exklusiv an die Regierung zurückgegeben wird und dadurch die Banken darauf beschränkt werden, nur vorhandenes Geld zu verleihen. Genauso wie es die meisten Menschen sich vorstellen, dass es jetzt schon funktioniert. Während sie im Detail noch unterschiedlich sind, verfolgen solche Reformvorschläge, egal aus welchem Land sie stammen, alle die gleiche einfache Idee. Die Vorteile der Geldschöpfung gehören der Öffentlichkeit. Derzeit wird das Geld nicht zum Nutzen der Gesellschaft, sondern für den Profit der Privatbanken geschaffen. Banken erschaffen gerne enorme Geldmengen aus unseren Schulden, denn je mehr wir leihen, desto mehr Zinsen kann die Bank sammeln und desto reicher wird die Bank. Dabei gewinnen die Banken mehr Kontrolle über alle, Einzelpersonen, Industrie und Regierung gleichermaßen. Reichlich vorhandenes Geld führt oft zu Spekulationsblasen, die Insider reich machen. Aber, wie wir erlebt haben, platzen diese Blasen zwangsläufig unter dem unerträglichen Gewicht ständig steigender Zinsforderungen. Viele sind Verlierer, einschließlich Regierungen. Schon mit riesigen Schulden und schwindenden Einnahmen belastet, sind die Regierungen gezwungen, Billionen den Schulden zuzufügen, um die Banken, die die Ursache des Problems sind, zu retten. Ansonsten hätten wir kein Geldsystem. Es ist eine absurde Situation, eine tragische, wenn man bedenkt, dass die Regierung stattdessen selbst das Geld erschaffen und es zinsfrei für Infrastruktur, Bildung oder allgemeine Gesundheitsversorgung ausgeben könnte. Und das meiste von diesem schuldenfreien Geld würde in die Wirtschaft als Lohn treten und durch alle Ebenen der Gesellschaft zum Wohle aller zirkulieren. Diese Art von Geldfülle würde eine wiederbelebte, produktive Wirtschaft finanzieren, in welcher die Ersparnisse der Menschen ehrliche Darlehen von vorhandenem Geld finanzieren könnten. An der Wurzel ist Geld ein Mittel, mit dem wir Realwerte tauschen. Ohne Realwerte ist Geld nichts wert in der Welt. Wie wir gesehen haben, ist es die reale Welt, die Darlehen gibt, nicht die Bank. Wir, die Menschen, sind in Verbindung mit den materiellen Segnungen dieser natürlichen Welt, die Quelle aller wahren Reichtümer. Deshalb gehören Geldschöpfung und all ihre Vorteile der Öffentlichkeit, nicht Privatbankiers. Und was ist mit den Zinsen? Wie wir gesehen haben, stellen Zinsen eine problematische Rechenaufgabe dar, und das ist ein Problem, das nur auf drei Arten gelöst werden kann. Erstens, Ausfälle bei den Zahlungsverpflichtungen und Zwangsvollstreckungen. Zweitens, ständiges Wachstum der Geldmenge oder die bevorzugte und einzig andere Lösung, hundertprozentige Wiederverwertung von Zinsen als Ausgabe. Aber solch ein vollständiges Wiederverwertungsverfahren könnte nur durch Verstaatlichung der Bankenbranche im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. Zum Beispiel könnten Zinserträge aus öffentlichen Bankdienstleistungen an alle als eine Bürgerdividende gezahlt werden, oder sie könnten anstelle von Steuern benutzt werden, um die Regierung zu finanzieren, wie es schon erfolgreich im kolonialen Pennsylvania gemacht wurde. Und das ist nur eine Instanz einer Gesellschaft, die ihr Währungssystem anders organisiert hat. Es gab immer Alternativen und es gibt jetzt Alternativen. Was die Entwicklung des Geldes uns wirklich lehrt, ist, dass das wirkliche Maß des Geldwertes ganz einfach ist, seine Nützlichkeit als Geld. Und da gibt es mehrere verschiedene Arten, um nützliches Geld zu schaffen. Zum Beispiel kann Geld ein einfaches individuelles Zahlungsversprechen sein, ein Versprechen des eigenen Produktes oder Dienstleistungen, wie in solchen Gemeinschaftswährungen wie das Let's-System oder des Time-Dollars. Tausende dieser Gemeinschaftswährungen gibt es schon in Vertrauenskreisen, wo man darauf zählen kann, dass die Mitglieder den Kredit honorieren, den sie sich selbst ausstellen. Und solche Gemeinschaftswährungen können Lebensretter sein im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des herkömmlichen Bankensystems. Wenn Geldengpässe oder Hyperinflation den Handel zerstören und wirtschaftlichen Stillstand bringen, kann eine funktionierende Gemeinschaftswährung die lokale Wirtschaft aufrechterhalten. Sind solche Vorschläge radikal? Darauf können Sie wetten. Aber vor uns liegen noch nie dagewesene Herausforderungen.
Nicht länger kann exponentielles Wachstum uns erlauben, monumentale Schulden aufrechtzuerhalten, die sich ständig erhöhen müssen, damit das ganze System nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Steigende Wohlstandsunterschiede, vernichtende Schulden, insolvente Banken sowie soziale und ökologische Katastrophen werden wir vor uns haben, wenn wir unseren Kurs nicht radikal ändern. Wir müssen unser Geldsystem umwandeln in eines, das sich an eine klar vorhersehbare Zukunft anpasst. Zu Beginn müssen wir Geldsystementwürfe untersuchen, die mit der weit verbreiteten wirtschaftlichen Schrumpfung umgehen kann, ohne massenhafte Zwangsvollstreckungen und Konkurse auszulösen. Aber was können Sie jetzt tun? Nun, es gibt Menschen und Organisationen rund um die Welt, die die Probleme und Ungerechtigkeiten des heutigen Währungssystems verstehen, und sie können sie unterstützen in ihrem Bemühen, die grundlegenden Veränderungen, die wir brauchen, herbeizuführen. Es ist Zeit, mit unseren Freunden zu reden. Eine Finanzkrise ist das ultimative Aha-Erlebnis. Wenn bankrotte Banken von den Regierungen gerettet werden müssen, an die sie vorher geliehen haben, werden für alle sichtbar die Widersprüche, der Betrug und die fatalen Fehler des aktuellen Systems offengelegt. Aber die Lösungen sind auch zu sehen, wenn wir hinschauen. Wir können es uns nicht leisten, so wie bisher weiterzumachen. Anpassungen am derzeitigen System zu machen, wird uns nicht retten. Die Änderungen, die wir vornehmen müssen, sind radikal und dem Wohle aller gewidmet, nicht dem Profit und der Kontrolle von einigen. Um sie zu machen, müssen wir einen Schritt heraus aus veralteten Vermutungen und falschem Glauben machen und uns der Herausforderung einer vollständigen Umwandlung stellen. Die Realität ruft. Geld bezahlt für gar nichts, hat es nie und wird es nie. Es ist ein wirtschaftlicher Grundsatz, so alt wie die Berge, dass Waren und Dienstleistungen nur mit Waren und Dienstleistungen bezahlt werden können. Wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen wird, werden wir erkennen, dass wir Geld nicht essen können. Indianerweisheit. Geld als Schuld 2 – Versprechungen entfesselt ist das Ergebnis von privaten Recherchen des Produzenten in monetärer Theorie und Geschichte. Die Analysen liegen alleine in der Verantwortung des Produzenten und sind nicht unbedingt übereinstimmend mit der etablierten Bildung zu diesem Thema und sollen nicht so verstanden werden, dass Organisationen oder Personen, die in dieser Arbeit erwähnt oder dargestellt wurden, diese bestätigen. Das Konzept von Digital Coins, ursprünglicher Vorschlag des Produzenten für ein neues Handelsmedium, basiert auf den jüngsten Fortschritten in Netzwerktechnologien.